Karl Zürmer und sein Freund hatten sich auf ihren Radurlaub gefreut. Losgehen sollte es am Donnerstag per Bahn Richtung Süden. Doch ein defektes Stellwerk beendete die Reise der Sturer, bevor sie richtig losging. Nein, das ist natürlich semi-optimal. Wir wollten unsere Fahrradtour heute beginnen, zu zweit, wollen nach Aachen. 10:54 Uhr wäre der Zug hier los und der fällt komplett aus. Jetzt stehen wir da. Über Stunden ging nichts mehr in und um Bremen. Mutmaßlich ein Stromausfall am Morgen hatte dafür gesorgt, dass Regional- und Fernverkehr den Hauptbahnhof nicht mehr anfahren konnten. Gestrandete Reisende wurden per Bus und Straßenbahn zu den nächstgelegenen Bahnhöfen geschickt. Nicht für alle eine Alternative. Das Problem werden die Fahrräder sein. Bei Reservierungen muss man immer lang vorher buchen. Und das wird jetzt spannend, ob wir hier überhaupt wegkommen. Anzeigetafeln, die nichts anzeigten, überall fragende Blicke und mittendrin Bahnangestellte, die versuchten, Orientierung zu geben. Diese Reisegruppe war auf dem Weg nach Mannheim und hatte schon am Startort von den Problemen bei der Bahn erfahren. Wir sind jetzt gerade mit dem Taxi vom Bremerhaven hierher gefahren, in der Hoffnung, dass es in Bremen gut weitergeht. Also die Info war dann schon in Bremerhaven nicht ganz so optimal, sonst hätten wir uns das sparen können. Viele Reisende zeigten sich gelassen angesichts des unfreiwilligen Aufenthalts. Doch echtes Verständnis für die Panne hatten die wenigsten. Wird unsere letzte Fahrt für längere Zeit gewesen sein, auf jeden Fall. Wir könnten ein ganzes Buch schreiben, wenn es um Fahrradtransporte geht. Wir haben etliche in den zig Jahren immer Fahrradtouren und auch Strecken dann mit der Bahn zurückgelegt. Und da haben wir schon Sachen erlebt, die sind buchreif. Gegen Mittag war die Stellwerksstörung behoben, der Bahnverkehr lief wieder an. Der Defekt sorgte aber noch Stunden für Verzögerungen und für den Radreisenden Karl Zürmer sollte es erst am Tag darauf weitergehen.